wants you. Hallo und willkommen zu Super Mario 3D World. Wir machen weiter mit diesem Level, wo wir einen Stern vergessen haben, weil ich so schlau war. Ja. Und trotz, dass ich eine Brille trage, ja. Das machen wir als Peach. Warum nicht? Ab zum herbstlichen Flair. Ich weiß sowieso, wer da ist. Ich renne jetzt teilweise durch. Oder auch nicht. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Weg. Weg mit denen. Ich wollte da ganz cool rüberspringen. Hab es aber leider nicht geschafft. Ah, sieh einer an. Ein schöner kleiner Stern. Regenbogen Beach. Oh, aber den haben wir noch erwischt, ne? Nicht geil. Den Schalter kriegen wir auch nur, wenn wir auf der Plattform stehen. Geht, mach es nicht schwerer, als es ist. So. Einmal Rückwärtsgang. Wow, habt ihr das gesehen? Dieser Sprung. Muss, Leute. Und Feuerbälle regeln hier ja richtig her, krass. Her mit dem Geld. Ich will alles haben. Brauchen wir nicht. Die roten Münzen. Die roten Münzen. Ich brauche die roten Münzen. Nein, ja. Weg. Da ist der Stern. Was? Was? Da bin ich einfach runtergefallen. Meine Reaktion erst, ne? Wo ist die Feuerblume? Wo ist meine Feuerblume? Die roten Münzen. Ich brauche die roten Münzen. Gib mir die roten Münzen. Jetzt brauche ich sie erst recht. Ihr nehmt mir meine Feuerblume nicht. Und da ist es auch schon passiert. Der Schande über mein Haupt, ey. Mann, 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 Mann. So, jetzt hier. Hoch. Au! Denn hier ist der Stern. Und zum Glück haben wir ja noch eine Feuerblume. Fliegen wir gelernt sein. Mit Peach. Ist es aber alles andere als schwer.
Was steht denn als nächstes an? Die Hauptattraktion von Weltei. 3. Nicht Ei. Was ist das hier? Oho. Ein One-Up? Wie nice. Und versteckte Münzen. Richtig cooles Secret. Also wirklich. Sehr nice. Yay! Die Hauptattraktion von Welt 3. Welt 3 Nummer 6. Bergpass Sprint. Das erinnert doch an Mario Kart. Was ich mir ja auch schon lange wünsche, ist, das machen wir mit Toad, unserem Flitzer. Wir wollen Mario Kart 9, Nintendo. Wo ist es? Bin ich ein Noob oder was? Halt die Schnauze. Also wirklich, was ist das denn gewesen? Toad war zu schnell. Die Polizei hat ihn angehalten. Jetzt aber. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt ehrlich, was ist das? Toad ist wirklich zu schnell. Ich schwöre bei Gott, der ist zu schnell. Alter, der ist zu schnell. Ich brauche einen anderen Charakter. Das ist brutal. Nee. Zurück zur Karte. Kriege ich auch mein Leben zurück, wenn ich alle Items, die ich im Level gesammelt habe, verliere? Wer weiß. Wir nehmen unsere Peach wieder. Die kann wenigstens sich noch retten, indem sie schwebt. Luigi würde alles vermasseln. Mario, ich weiß nicht. Alter! Die müssen wir irgendwie am Vorbeirennen kriegen. Ein Sprung auf den Stern und das muss getimt sein. Aber wir haben ihn schon eingesammelt. Oh. Die erste Hürde ist überwunden. Was gibt's hier an Münzen? Her damit. Oh. Nicht runterfallen, Peach. Wo holen wir mal die ganzen Sonntagsfahrer hier? Yay. Ist was in den Bäumen versteckt? Eine richtig coole Strecke, ne? Aber die erinnert auch ein bisschen an den Babypark, muss ich sagen. Der mit deinem Stern. Das war Nummer 2. Der Peach ist ja Pro. Und der Stempel ist unser. Oh. Oh nein. Jetzt kriegen wir den Stern nicht mehr. Alles gut, dann machen wir mit Toad nochmal eine extra Runde. Mal gucken, wie schnell der ist. Ja, wir brauchen auch die Katzenglocke, um den Farmhaus zu erreichen. Heißt, das holen wir nochmal irgendwann nach das Level. Auf jeden Fall richtig geil. Kommen wir dann erst was vom nächsten, ne? Oh, ein süßes Häschen. Super nice.
Was sagt ihr das nächste Level? Ah, ein Toadhaus. Das nächste Level ist wohl schon das Schloss. Sehr schön, das packen wir dann auch noch in diesem Part. Oh, Jackpot! Was brauchen wir, die Feuerblume? Wenn wir den Tanuki haben. Tanuki kombiniert mit Peach, Digga. Wow. Also vom Aussehen her nicht, ne? Aber von der Kombi und dem Schweben ihrer Fähigkeit, das ist wow. Gucken wir einmal auf die Map. Uns fehlt noch ein Stern und das Schloss und Welt 3B. Wo ist Welt 3B? Eine versteckte Münze. Welt 3B, hallo? Welt 3B, wo ist Welt 3B? Ist hier was hinterm Schloss versteckt? Ich kann Welt 3B nicht finden, mal gucken. Vielleicht offenbart sich ja noch etwas. Machen wir es mal mit Mario hier. Okidoki. Let's go. Tanuki Mario, komm. Uah, nicht treffen lassen. Richtig geil. Mario überholt sie alle. Er wird Erster. So, jetzt. Oh nein! 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 Wir haben den Stern bekommen. Yeah! Geil! Ab ins Ziel! So möchte ich das sehen. So gehört sich das. Geil, wir können wieder ins Casino. Was war hier nochmal? Das One-Up. Und eine geile Aussicht auf die Oberworld-Map. Dann werden wir uns jetzt gleich zum Schluss begeben. Doch zuvor nochmal den Hauptgewinn abkassieren. Oder auch nicht, aber... Hey, fast! 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 Drei One-Ups abkassiert. Oh, ich liebe Super Mario einfach über alles, ne? Egal, was jemand sagt, aber Mario sagt nichts gegen Mario einfach. Sturm auf Bowsers Kugelwilli Express. Das macht jetzt mal Luigi. Nein, Mario. Das ist deine Aufgabe, Mario.
richtig episch. Damals, 2013, war das richtig episch. Oh. Neustart. Das habe ich komplett verkackt. Gut. Jetzt noch den hier bekommen. Sehr schön. Nein, brauchen wir nicht. Beide tot. Wow. Verfolgende Kugelwillis. Katzenkugelwillis. Oh nein. Oh nein, wir haben ihn verloren. Aber den Stern haben wir bekommen. Sehr nice. Okay. Wow. Soll die hier erschießen, komm. Und hierher. Wie geil. Schnell da rein. Weil hier ist auch noch ein Stern. Oh, Captain Toad. Kriegen wir den Stern? Danke für deine Unterstützung. Fehlt nur noch der Stempel. Weg mit dir. Die schlimmsten sind eh die Hammer. Bumerang Bros. Alter, geh weg mit deiner Feuerkugel. Spring auf deinen Kopf. Na, wo ist der Pixel Luigi? Auf der Nase ist er nicht. Aber, oh, oder? Nee. Kein Pixel Luigi. Schade. Aber das sieht schon richtig geil aus, ne? Oh, Pum Pum! Was für eine Überraschung. Wenn Bum Bum da ist, bist du ja nicht weit. Ihr müsst immer auf den rosenen Bumerang achten, dann ist es eigentlich ganz einfach. In dem Fall ist sie das hier. Dreimal auf den Kopf gesprungen und wir haben sie besiegt. Wow! Du blöde Tussi! Hat sie mich erwischt. Also wenn ich jetzt noch gestorben wäre, ne? Wäre das so richtig lächerlich gewesen. Aber meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Pum Pum besiegt. Und klettern nun ganz gelinde an der Farmerstange hinauf. Oh yeah! Und haben eine weitere Fee befreit. Yay! Dankeschön, Mario! Pum Pum! Als Stempel. Aber trotzdem finde ich, dass Bum Bum und Pum Pum einfach richtige Lappen sind. Da finde ich die kleinen Bowserlinge besser. Und stärker. Und es sind übrigens Koopalinge und nicht Bowserlinge. Obwohl sie alles Söhne von ihnen sein könnten. Unter anderem eine Tochter. Dann mal los. Was ist das? Ist verdunkel? Oh weia. Oh weia. Jetzt geht es wieder. Oh yeah, 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 yeah. Was hat Bowser da für uns vorbereitet? Welt 3B von Zischel gewährt eine Audienz. Das sehen wir uns im nächsten Part dann, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen bei Super Mario 3D World.
Hold on.